Halleluja! Gebt dem Herrn ein Klatschopfer! Wisst ihr, wenn es um die Ehre geht, ist der Herr sehr eifersüchtig. Da müssen wir aufpassen, sonst werden wir abgesetzt. Amen. Ja, wunderbar. Aber ich glaube, das können wir nicht alle sehen, aber wahrscheinlich alle hören, okay? Ja, ich bin sehr dankbar, hier zu sein. Für die Einladung, für das Vertrauen. Aber außerdem habe ich zum Herrn gesagt, schon vor vielen, ja, schon vor langer Zeit, Herr, wenn du weiterhin willst, dass ich nach Europa komme, muss es überall so voll sein, dass ich Stühle hereinschiebe. Und dann weiß ich, dass du weiterhin willst, dass ich komme. Also, ja, ich bringe euch allerliebste Grüße aus Paraguay. Vorher war ich in Indien, dann in Israel und jetzt in Paraguay. Gott hat für die natürlichen Geburtsscheine keinerlei Respekt. Amen. Amen. Wisst ihr, wenn ihr glaubt, ihr habt hier ein altes Weib vor euch sitzen, dann täuscht ihr euch sehr. An meinem 80. Geburtstag habe ich zum Herrn gesagt, könnten wir eine kleine Unterhaltung haben, Herr? Haben wir noch viel zu tun auf der Welt oder gehen wir bald nach Hause? Ich bin für alles bereit, aber es wäre nett, wenn du mich ein bisschen informierst. Papa und ich sprechen sehr gemütlich miteinander. Und da hat er gesagt, Maria, alles wird viel schneller. Das ganze Werk in Afrika kommt auf eine hohe internationale Ebene von Verantwortung und du wirst so viel Freude haben, dass du es kaum ertragen kannst. Sag ich, wow, das klingt gut. Sag ich, lieber Gott, aber jetzt noch etwas anderes. Habe ich einen Dachschaden? Weil ich keinerlei Beziehung zu der blöden Zahl 80 habe. Wenn mir jemand sagt, ich bin 5, glaube ich, ist genauso wenig wie 80. Bin ich hier etwas, dass ich die Realität nicht wahrhaben will? Was stimmt da nicht mit mir? Sagt er, Maria, stimmt alles mit dir. Sag ich, ja, und wieso habe ich da keinen Bezug dazu? Sagt er, den Geburtsschein kannst du zerreißen. Sag ich, aber das war bisher meine Bezugsquelle. Sagt er, aber jetzt hört es auf. Wer ist dein Leben? Jesus Christus. Und dann ging wie ein Scheinwerfer auf und der ist nie älter wie 33 geworden. Habe ich gesagt, okay Herr, wenn du mir kommunizierst, dass ich 33 bin, dann musst du den Rest jetzt zurückradeln. Ja? Ich glaube dir. Und ich sag's euch, dann ist ein Wunder nach dem anderen geschehen. Ich hatte an meinem rechten Bein so weit herausstehende Venen, Krampfadern. Dann habe ich gesagt, Herr, das ist nicht 33 Jahre. Ich habe schon 2 Operationen in den Jahren zurückgehabt und gesagt, wie viel kann man da noch ziehen, dass man noch welche hat von den Venen. Bitte eine andere Lösung. Und habe nie mehr geschaut. Und es waren bestimmt 2 Monate später, hat mir jemand eine Massage geschenkt. Dann habe ich zu der Dame gesagt, Vorsicht, auf meinem rechten Bein ganz schwere Krampfadern. Sagt sie, wo sind denn die? War nichts mehr da. Amen. Ist das ein altes Weib? Aber wisst ihr, heute in der Früh habe ich Offenbarung bekommen. Ich bin jetzt gestürzt in Paraguay. Dann habe ich gesagt, Herr, wozu hast du das zulassen? Dann hat er gesagt, ich wollte an dir beweisen, dass der Teufel die Ferse schnappt, aber du ihm den Kopf zertretest. Amen. Dieser Fuß ist ein Zeichen für die Welt. Alles hat sich verlangsamt und gleichzeitig beschleunigt. Amen. Wer glaubt, dass wir in der Endzeit leben? Wer glaubt, dass wir sehr weit drinnen sind schon in der Endzeit? Wer glaubt, dass Jesus bald kommt? Wer glaubt, dass die wichtigste Frage, die du dir jetzt beantworten musst, folgende ist, wo verbringe ich meine Ewigkeit? Amen. Das ist die allerwichtigste Frage. Alles andere, das ist nur mal noch ein Hauch. Nur noch ein Pfff. Aber die Ewigkeit, ihr Lieben, das ist ewig, 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 ewig.
Meinen Papa habe ich gefragt vor Jahren, Papa, bist du überhaupt Christ? Sag er, was hast du denn? Ich bin doch Österreicher. Er ist Gott sei Dank als Christ gestorben. Weil ich habe gebetet, dass er Tag und Nacht keine Ruhe mehr kriegt, bis er erkennt, wie verloren er ist. Denn ihr Lieben, wir müssen zuerst einmal erkennen, dass wir verloren sind, bevor wir nach Hilfe schreien. Amen. Und nichts, aber schon gar nichts, garantiert dir die Ewigkeit, außer der Tod Jesu Christi, den er für dich und für mich freiwillig auf sich genommen hat. Und wisst ihr, da gibt es eine Schriftstelle, die hat mir lange Probleme verursacht. Es gibt viele Schriftstellen, die mir immer wieder Probleme verursachen. Zum Beispiel im ersten Kapitel vom ersten Mose, da steht, dass Mutter und Vater verlassen soll und seiner Frau anhangen. Sage ich, komisch, da hat es ja noch gar keine Eltern gegeben. Dann war das schon so wichtig. Also ich sag's euch, ich kaue an manchen Schriftstellen. Aber jetzt in Hebräerbrief, da heißt es im Kapitel 12, fange ich an mit Vers 1, deshalb lasst uns auch, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, das sind die vorangegangenen Heiligen, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen. Auf was? Auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wisst ihr, wenn wir auf Jesus schauen, dann strahlen wir vor Freude. Ich muss dich nur anschauen und ich weiß, wen du anschaust. Wenn du deine Sorgen anschaust, schaust du aus wie ein Sorgenbündel. Wenn du Jesus anschaust, dann strahlst du trotz deiner Sorgen mit der Herrlichkeit Gottes. Amen. Aber jetzt kommt's. Den Anfang und Vollendung. Der um der vor ihm liegenden Freude willen, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Sag ich, damals war denn da die Freude? Vor dem Kreuz, vor der ganzen, dem ganzen Leiden geschlagen wurde er, Dornenkrone aufgesetzt. Alles, was man sich vorstellen kann. Und das war noch Freude vor ihm. Sag ich, wer war denn die Freude? Dann sagt er, du. Sag ich, wie bitte? Ich? Ja, du. Bist meine Braut und alle, die meine Braut sind. Ich habe den Brautpreis bezahlt. Und wisst ihr, wenn man von Afrika kommt, dann weiß man, was ein Brautpreis ist. Da muss jeder Mann noch seine Frau kaufen. Einmal in Uganda. Mit Kühen. Mein Sohn hat nur 2 Jahre nach der Hochzeit Kühe bezahlt. Weil er so viele 30 Kühe musste er kaufen, um seine Frau zu bekommen. Halleluja. Und Jesus aus der Freude. Und es warst du und du und du und du, die vor ihm lag. Die Braut Jesu Christi hat er freiwillig und aus Liebe zu dir alles Leiden auf sich genommen. Gibt es einen besseren Liebhaber auf der Welt? Ihr Männer, ich bedauere euch unwahrscheinlich um eure Position. Die Bibel sagt nämlich, dass die Männer ihre Frauen lieben sollen, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Und das war hundertprozentig, totale Hingabe. Und die Gemeinde war nie perfekt. Und so sollt ihr die Frauen lieben. Das ist eine Aufgabe. Ich bin so dankbar, dass ich eine Frau bin. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Wisst ihr, Gott hat den Männern eine ganz schwere Aufgabe gegeben. Erstens einmal, ja, wie er den Mann erschaffen hat. Der Mann hat geglaubt, er ist die Creme de la Creme. Und er ist vollkommen. Hat der liebe Gott gesagt, wie muss ich dem beibringen, dass ihm noch was fehlt? Ja, ich muss ein Bedürfnis schaffen im Adam. Ach, ich lasse ihn alle Tiere benennen. Gut. Adam sitzt da auf dem Thron, kommen 2 Esel, 2 Katzen, 2 Hunde, 2 Mäuse, 2 Schafe, 2 Ziegen, 2 Kühe, 2 Pferde. Und nach dem 100. Bärchen denkt er sich, Moment, ich sitze alleine da. Die kommen immer zu zweit.
denkt er sich, vielleicht kommt als nächstes was, was zu mir passt, ja. Kommen zwei Krokodile, zwei Nashörner, zwei Büffel, zwei Elefanten, zwei Giraffen. Ich sag's euch, er hat weiter benannt, aber er wurde depressiver mit jedem Bärchen, das gekommen ist, weil nichts zu ihm gepasst hat. Also das Bedürfnis war freigesetzt. Amen. Er hat gewusst, ich brauche noch was. Ihr Lieben, Gott wird alle unsere Bedürfnisse befriedigen, gemäß seines Reichtums in Herrlichkeit. Ja, und er war depressiv. Und dann wurde er depressiv und ist natürlich eingeschlafen. Depressive Leute schlafen viel. Dann hat Gott die Situation wahrgenommen und hat eine Rippe herausgenommen. Er hat nichts vom Kopf genommen, damit der Mann über die Frau herrscht. Er hat nichts von den Füßen genommen, damit er auf ihr herumdreht. Ah, von der Herzgegend, ihr Lieben, hat er die Rippe genommen. Und hat, wisst ihr, die Männer sind von der Erde gemacht, ja, vom Dreck, Entschuldigung. Aber wir stammen von der Rippe des Mannes. Das ist ja, wir sind eine Stufe höher, ihr Lieben. Und dann hat der Herr gesagt, Moment, also Pastor, bitte sei nicht beleidigt, okay. Und dann hat er gesagt, also er hat das Standardmodell angeschaut, war gut, ja, aber das ist ein bisschen zu hart, ja, nur Muskeln und Knochen. Und das müssen wir ein bisschen weicher machen, ein bisschen Formen dazu, ja. Und dann hat er gesagt, und die Infrastruktur, meine Güte, beim Mann, da herum, die Logik, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, das ist viel zu einfach. Bei der Frau müssen wir das ein bisschen verbessern, okay. Und dann hat er, wisst ihr, beim Mann, da ist eben, das ist einfach, das ist A, B, C, D. Aber die Frau ist wie eine Damenhandtasche. Je tiefer man wühlt, umso mehr kommt heraus. Und dann, die Männer wollen alles verstehen, ja? Und die wollen uns Frauen verstehen und wir verstehen uns selber nicht. Also kompliziert, ihr Männer, ihr tut mir leid. Wirklich, das ist eine Herausforderung von Gott, uns zu lieben. Jawohl, aber ich danke jedem Mann, der trotzdem dabei bleibt, okay? Weil rückblickend, gell, rückblickend versteht man die Frau dann, rückblickend. Eben, aber da braucht es wieder Geduld, ja, und Glauben, okay? Und wisst ihr, dass die übrigens, die Frau ist in der Bibel als Gehilfin bezeichnet. Und Gehilfin und Heiliger Geist ist im Hebräischen das gleiche Wort. Also in anderen Worten, der Mann soll alles können und die Frau hilft ihm halt ein bisschen dabei. Also ich glaube, euer Pastor lautet mich nicht mehr ein. Ja, aber wenn man die Dinge von himmlischer Warte sieht, oh, ich sag's euch, da kriegt man ganz schöne Offenbarungen. Amen. Ja, und jetzt, ihr Lieben, sind wir berufen, die Geliebte des Herrn Jesus zu sein. Und er unser Geliebter. Amen. Und er kommt. Er hat alles gezahlt. Es ist vollbracht. Wisst ihr, und ich lebe ja in Afrika. Da habe ich gesagt, Herr Jesus, wie schaut das aus? Müssen wir auch noch durch viel gehen? Es kommt nämlich noch dicker, ich garantiere es euch. Weil die Umkehr noch nicht da ist. Noch nicht die Umkehr, die Gott sich wünscht. Dann habe ich gesagt, Herr, wie ist das? Muss die Braut auch noch viel durchmachen? In Afrika, der Mann muss alles durchmachen. Und sie wird nur abgeholt und geehrt und geschätzt und was ich was. Aber dafür meinen manche Männer in Afrika, die Frau ist ihr Besitz, weil sie so viel bezahlt haben dafür. Da kämpfe ich wieder darum, ja. Dass sie nicht der Besitz des Mannes ist, sondern ein göttliches Kleinod Gottes. Amen. Und dass er sie lieben soll, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Perfekt. Und dann sagt der Herr zu mir, geh Offenbarung 3. In Offenbarung 3, das sind die ganzen Sendschreiben von den Gemeinden. Und dann steht da oben, vom letzten Sendschreiben nach Laodicea, im Offenbarung 3,10, weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung.
die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald! Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz raube. Amen. Ich glaube, dass der Herr Jesus bald kommt. Und wir nicht durch diesen, die große Versuchung gehen werden. Und wisst ihr, jetzt holt er die, die wirklich mit ihm eines Geistes sind. Und die wissen, er hat alles zahlt. Wer hier verdient sich den Himmel? Wisst ihr, dass der Himmel frei ist? Der Himmel ist ein freies Geschenk. Die Hölle verdienen wir uns. Amen. Also ich bin begeistert hier. Du hast eine tolle Gemeinde, sage ich dir. Du hast schon gute Vorarbeit für meine Predigt geleistet. Amen. Keiner verdient sich den Himmel. Es ist ein freies Geschenk Gottes. Er hat alles zahlt. Amen. Und da möchte ich, dass keiner heute weggeht. Wisst ihr, ich bin ja ich bin extrem religiös aufgewachsen. Römisch. In Österreich nur eine Chance. Damals. Mit 7 Jahren habe ich wirklich Jesus in mein Leben empfangen. Wir hatten einen Priester, der hat solche Beine gehabt, war krank, aber er kannte Jesus. Und der hat uns beigebracht als Kindern, dass Jesus nie in Gebäuden leben wollte oder in Tabernakeln, sondern in Herzen der Menschen. Jesus will in dir und in dir und in dir und in mir wohnen. Amen. Wir sind die Gemeinde Jesu. Wir sind die Kirche. Wenn ihr rausgeht, ist es eine leere Halle, aber nicht eine Kirche. Du und ich, wir sind die Kirche. Tut mir mal ein bisschen was wiederholen, damit ich weiß, ich hole euch alle ab. Sag einmal zu dir selbst vor Gott, ich bin der Traum in Gottes Herzen. Ich bin das Potenzial in seiner Hand. Ich bin ein Tabernakel Jesu Christi. Ich bin ein Botschafter an Christi Stadt. Ich vertrete das Reich Gottes auf Erden. Amen. Also du hast eine der besten Gemeinden, die ich gesehen habe in Deutschland. Boah, gebt mal dem Pastor einen Klatschopfer. Halleluja. Amen. Amen, Amen, Amen. Und wisst ihr, kein Wunder, dass es so voll ist bei euch. Hier wird die Wahrheit gelehrt, die frei macht. Amen. Also, Gott hat so einen wunderbaren Plan, ihr Lieben. Und ich bin so dankbar für jeden Menschen, der jetzt unter dem Druck standhält und bei Jesus bleibt. Denn die Sprache, die jetzt gesprochen wird auf der ganzen Welt, ist Angst. Und Angst auf Englisch heißt Fear, F-E-A-R, False Evidence Appearing Real. Falsche Tatsachen erscheinen uns als real. Nicht unsere Sprache, das ist die Sprache der Hölle. Die Sprache des Himmels ist Glauben. Glauben dem Wort Gottes. Amen. Und Glaube auf Englisch heißt Faith. F-A-I-T-H. For all I trust him. Für alles vertraue ich ihm. Amen. Halleluja. Und wenn du da mal herauskommst aus der Sprache der Angst, denn Gott hat keinem von uns den Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Und keiner Waffe, die gegen uns geschmiedet wird, soll es gelingen, uns zu schaden. Amen. Ja. Ich habe vor bestimmt schon 6 Jahren jetzt eine Botschaft gehört von einem messianischen Juden. Und der hat gesagt, die westliche Welt, da gehört ganz Europa, auch Amerika dazu, hat nicht vom Baum der Erkenntnis gegessen. Die haben den Baum gefressen. Amen. Hier muss man alles wissen, im Griff haben.
Kommt nach Afrika. Da hat man nichts mehr im Griff. Da will Gott dich in den Griff bekommen. Da hatten wir vor ziemlich vielen Jahren eine Konferenz mit vielen Europäern. Eine Woche. Und beim ersten Tag gab es kein Programm. Die Europäer total nervös. Ja, was ist mit der Woche los? Wo ist das Programm? Das haben die Afrikaner dann gehört. Und dann haben sie am Montag dann gesagt, da hinten in dem Büro kann man sich ein Programm für den Tag holen. In der Früh alle wie von der Tarantel gestochen auf dieses Büro zugerauscht. Die Weißen, die Afrikaner sind alle sitzen geblieben, ich auch, weil ich gewusst. Und dann hatten sie was im Griff, ja, haben sie was im Griff. Jetzt sind wir in Kontrolle. Ja, wir haben was im Griff. Am Abend hat kein Thema gestimmt, kein Sprecher und keine Zeit. Da habe ich gesagt, Herr, die wissen, dass wir gern was im Griff haben, ja? Wir wollen es kontrollieren. Da habe ich gesagt, geben wir ihnen noch einen Tag Chance, Gnade. Am nächsten Tag war es ganz Gleiche. Dann habe ich gesagt, Herr, die veräppeln uns, ich habe was anderes gesagt. Die verarschen uns. Die wissen, wir wollen was im Griff haben. Wir wollen die Kontrolle haben über den Tag. Wir wollen wissen, in der Früh schon, was am Abend, bis laufen wird. Dann bin ich am Abend zu Jesus und habe gesagt, Herr Jesus, wie schaut es aus bei dir? Welches System ist in deinen Augen besser? Das Europäische, wo du schon am Montag wissen musst, was am Samstag passiert? Oder das Afrikanische, wo du am Montag noch nicht weißt, was am Montag passiert? Dann hat der Herr zu mir gesagt, Maria, meine Jünger haben jeden Tag gewusst, am Abend, wie das Programm gelaufen ist. Hört ihr? Gott möchte, dass wir das Leben entfalten lassen. Rückblickend werden wir immer wissen, wie es war. Und ich sage es euch, Entfaltung ist sehr wichtig, aber im Gewichtenalter. Das habt ihr wieder nicht mitgekriegt. Entfaltung fürs Gesicht. Halleluja. Amen. Wir müssen lernen, im Augenblick zu leben. Dann hast du nämlich schon die Ewigkeitsperspektive. Die Ewigkeit ist permanente Gegenwart. Da gibt es keine Vergangenheit, keine Zukunft, alles beisammen. Amen. Und in das führt uns Gott jetzt schon hinein. Es werden Zeiten kommen, wo wir nicht mehr planen können, weil Dinge sich ereignen, die wir nicht vorhersehen konnten. Wer glaubt es? Wer spürt es, dass es kommt? Das ist nicht der Teufel, das ist Gott. Er will uns vollkommen in seine Gegenwart ziehen. Und jeden Abend können wir berichten, wie der Tag war. Amen. Und wahrscheinlich dann nur mehr staunen, wie gut er war. Amen. Wisst ihr, wie Gott mich nach Afrika rief? Erstens einmal wollte ich nie nach Afrika, weil ich mich so geschämt habe mit der Farbe und gewusst habe, übrigens, da hinten sehe ich ein schwarzes Gesichtlein. Wo kommst du her? Aus Ghana. Halleluja. Amen. Aber du gehörst nach Afrika, gell? Möchte ich dir nur sagen. Halleluja. Amen. So, jetzt habe ich eine Erscheinung gehabt, eine Alterserscheinung. Ich bin Faden verloren. Was wollte ich euch sagen? Bitte? Oh ja, oh ja. Und dann habe ich gesagt, Herr, aber nach Afrika schickst du mich nie, weil das halte ich nicht aus. Da ist der Schmerz zu groß, was wir denen angetan haben. Ich gehe nach China, auf den Nordpol, aber nicht nach Afrika. Dann hat er gesagt, aber ich schicke dich nach Afrika als Segen. Und wisst ihr, ich bin sehr naiv. Was immer Gott sagt, sage ich ja, okay. Ich habe nicht gefragt, wie der Segen ausschaut, ja. Und dann bin ich zu meiner Familie und gesagt, Gott ruft mich nach Afrika. Sagen sie, ja, spinnst du hochgradig. Jetzt, in dem Alter, mit 60, wo die Krankheiten anfangen, sage ich, das habe ich noch gar nicht überlegt. Aber wisst ihr was, das ist alles Lüge. Dass mit 60 die Krankheiten anfangen.
Wenn du das glaubst, fangen sie an. Ah, ich habe mich inzwischen entschieden, gesund zu sterben. Weil Jesus alle Krankheiten getragen hat. Amen. Das da, also ich hätte sollen den Gips 6 Wochen tragen, nach 3 Wochen haben wir runtergeschnitten. Amen. In 6 Wochen laufe ich schon wieder wie ein Hirschchen. Amen. Ihr Lieben, Gott hat so wunderbare Pläne mit uns. Und so einen großen Plan für dich. Wenn er es dir sagen würde, würdest du sagen, ah, nicht mit mir. Wenn mir jemand vorausgesagt hätte, vor 50, 60 Jahren, was Gott mit mir vorhat, hätte ich gesagt, du bist der lausigste Prophet, den ich je gesehen habe. Sowas kann Gott mit mir nie machen. Wenn mir Gott eine Ahnung gegeben hätte, wäre ich frühzeitig, ich erkenne ja alles erst rückwirkend, ja, aber wenn ich es voraussehen hätte können, wäre ich in den Busch nach Australien geflüchtet. Wisst ihr, da hätte man ja wahrscheinlich in einem Fisch gelandet, ja. Wie ein ungehorsamer anderer. Amen. Gott hat so große Pläne, die weit dein Vorstellungsvermögen übersteigen. Und je schüchterner du bist, umso größere Pläne hat Gott. Weil er in den Schwachen mächtig ist. Amen. Glory to God. Ich war das schüchternste, verängstigste, einsamste Kind, was du dir vorstellen kannst. Und dann habe ich einmal erkannt, viel später erst, aber in der Tanzschule haben noch meine Tanzpartner gesagt, so einen Menschen wie die haben wir noch nie erlebt. Du entschuldigst dich für die Luft, die du atmest. Wenn jemand was angestellt hat, habe ich dann gedacht, ich habe einen Fehler gemacht. Furchtbar, also furchtbar. Dann habe ich gesagt, Herr, das bringt dir keine Ehre, wenn ich eine Vision von mir selbst habe. Ich gebe dir heute diesen Angsthasen. Komm, nimm ihn und ich lade dich ein als mein Leben. Und dann habe ich nur gehört, und der Hase war weg. Und der Löwe von Juda war da. Und er ist immer noch da. Amen. Tauscht alles aus. Jesus möchte, dass du alles, was du siehst in dir, das nicht dem Charakter Jesu entspricht, tausche es aus mit seinem Charakter. Weil er ist dein Leben geworden. Und wisst ihr, meine Mama hat mich erzogen. Meine Mama, eine wunderbare Frau, überhaupt nicht religiös, aber tiefgläubig, hat zu mir gesagt, Maria, geben zählt erst richtig, wenn es weh tut. Du musst lernen zu schenken im Leben, bis es weh tut. Und ich habe meine Mutter sehr geliebt und das habe ich getan. Ich habe 2-mal mein Auto verschenkt, bin wieder zurück zu meinem Fahrrad, weil das hat der Missionar gebraucht, mehr wie ich, okay? Habe mehrmals alle Ersparnisse verschenkt an jemanden, der es gebraucht hat. Mein Papa hat gesagt, also Erbe gebe ich dir nie eines. Du verschenkst ja eh nur alles, das kann ich ja selber machen. Dann habe ich gesagt, Papa, kein Problem. Gott sagt, gib und du wirst empfangen. Gott wird mich so segnen, dass du gar nicht mehr Zeit hast, mit Schauen nachzukommen. Inzwischen ist es soweit. Ich bin das gesegnetste Weiblein, was ihr je gesehen habt. Verdienen tue ich nur den Tod, aber alles andere ist Gnade und Gunst. Amen. Amen. Aber dann, ihr Lieben, bin ich auch zum Herrn. Aber ich sage, Herr, Papa hat nämlich gesagt, dich werden sie noch betrügen, bestehlen, du glaubst allen Leuten. Also, die bringen dich noch um, hat er gesagt. Also, ich habe mit dir wenig Hoffnung, dass du es durchstehst im Leben. Gut. Ich habe gesagt, Papa, mach dir keine Sorgen. Gott wird mich so segnen, dass du mit dem Schauen nicht nachkommst. Amen. Aber dann ist mir auch bewusst geworden, das bringt doch Gott keine Ehre, wenn die Menschen so von mir denken, dass ich so eine lausige Geschäftsfrau bin. Dann habe ich gesagt, Herr Jesus, ich gebe dir die lausige Geschäftsfrau und ich lade dich ein als meinen Geschäftsmann. Und ich habe gleich einmal kapiert, ich habe einen Juden eingeladen. Wow! Ich sag's euch, mich zieht keiner mehr über den Tisch. Ich bin bekannt als gewiefte Geschäftsfrau. Aber nicht, weil ich so gescheit bin, sondern weil Jesus in mir so gescheit ist. Der gibt mir Träume und Visionen,
wir haben ja ein riesiges Werk mit Millionen Umsatz. Wir brauchen 8 Millionen Euro im Jahr mindestens, um das Werk laufen zu lassen. Ich habe über 1500 Mitarbeiter. 18.000 Kinder haben wir jetzt schon in die Schule geschickt. Über 400 große Gebäude habe ich schon gebaut. Aber all, ich sage es euch, ist alles für mich eine total unerklärliche Sache. Und wisst ihr, Gott ist mächtig in den Schwachen. Amen. Ich kann nur immer Danke sagen den ganzen Tag. Aber immer nur Danke. Weil wenn die Leute kommen und sagen, na, was du geschaffen hast, sage ich, du würdest staunen, was da stehen würde, wenn ich es geschaffen hätte. Ich habe keinen einzigen Zirkel in der Hand gehabt. Ich sehe nur, wisst ihr, Gott hat mich gelehrt, das Gebet, das wir jahrhundertelang schon beten, zu leben. Wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das haben wir jahrhundertelang gebetet. Raus aus dem Gebäude, das wir Kirche nennen. Ich, mich, meiner, mir. Herr, segne doch uns vier. Wir haben mit den gleichen Grundsätzen Kirche gebaut, wie wir die Welt gebaut haben. Prahlen, wer mehr Mitglieder hat, wer die größere Kirche hat. Wie diese Notre Dame gebrannt hat, ich habe gesagt, Herr, aber jetzt habe ich wirklich einen Dach schauen. Ich freue mich damisch, dass dieses herrliche Gebäude brennt. Dann hat er gesagt, Maria, na, ich freue mich genauso wie du. Mein Götze brennt. Ich garantiere euch, diese ganzen Kathedralen werden zusammenklappen. Auch in den Gemeinden wird große Erschütterung kommen. Und zwar, was nicht auf Jesus gebaut wurde, aufgrund seiner Anweisungen, sondern aufgrund unserer geschäftstüchtigen Ideen. Und ich habe gelernt, dass ich, weil ich wollte ja gleich mal wieder zurückfliegen von Uganda. Ich habe gesagt, was ist ja ein Fass ohne Boden? Wo fängt man denn da an? Wo hört man da auf? Eine Not überall, wo du hinschaust. Dann hat der Herr gesagt, du bist nicht der Erlöser von Uganda. War ich wieder so groß mit Hut, ja? So groß. Und ich sage, ja, das weiß ich schon, aber was tue ich dann? Nur jeden Tag fragst du mich, was habe ich heute im Himmel vorbereitet, damit du es auf die Erde holen kannst. Amen. Und dann wird das Leben so einfach. So einfach. Leute fragen mich über meine Zukunftsvisionen. Sage ich, die sind alle nur im Himmel. Ich weiß nur, was er mir jeden Tag sagt. Und das mache ich, aber der Rest ist mit Gott. Er sagt mir da dauernd, ich bin noch am Anfang. Und das erschüttert mich schon alleine. Dass er keinen Respekt hat vor natürlichen Geburtsscheinen. Halleluja. Amen. Halleluja. Wisst ihr, Gott hat so Großes mit euch vor. Ich möchte gern alles sprengen da oben, wo du, Gott, Grenzen setzt. Bin ja nur eine Frau. Ja und? Wenn Gott durch Esel sprechen kann, kann er auch durch Frauen sprechen. Amen. Wie Gott mich gerufen hat, wisst ihr, da war ich noch ziemlich römisch, zu predigen, zu Verkündigung. Und ich sage, Herr, kannst du nicht machen? Bin eine Frau? Darf ich ja gar nicht. Dann hat er gesagt, ich habe schon durch Esel gesprochen. Und es war dann eine Befreiung für mich. Wenn Gott durch Esel sprechen kann, kann er auch durch Frauen sprechen, oder? Dann habe ich gesagt, aber ich bin keine Theologin. Dann hat er gesagt, war ich auch nie. Dann habe ich gesagt, was tue ich denn dann? Dann hat er gesagt, Geschichten erzählen. Geschichten. Amen. Und jetzt tue ich halt Geschichten erzählen, die aber einen Inhalt haben. Amen. Gott hat so große Pläne für dich, dass du es nicht glauben würdest, was er noch vorhat. Amen. Aber wisst ihr, jetzt sage ich euch noch das Geheimnis, wie man da hinkommt. Im 5. Mose 28. Ist das Alte Testament, aber im Neuen ist es wiederholt. Da heißt es, das ist das Kapitel über Fluch und Segen. Jetzt möchte ich fragen, in wessen Hand ist dein Leben? In Gottes Hand. Das hätte ich gern, gell? Dass du alles ihm abschieben kannst, ja? Der Vater im Himmel ist schuld, ah.
Dein Leben ist in deiner Hand. Wir sind Mitarbeiter Gottes. Mit deinen Entscheidungen jeden Tag legst du das Pflaster für den nächsten Tag. Wisst ihr, wir sind so, so geschickt, immer die Schuld woanders zu suchen. Sogar Gott wollen wir beschuldigen. Für deine Entscheidungen trägst du die Konsequenzen selber. Und keiner zwingt dich zu deinen Entscheidungen. Wir haben Entscheidungsfreiheit. Amen. Und das, ihr Lieben, ist ein ganz neuer Punkt, den Gott jetzt in uns freisetzen will. Was ist das wichtigste Wort in der Bibel? Ja, da hat jemand meine Botschaften schon gehört. Gell? Ja, Halleluja. Wenn wir hören, was Gott sagt und tun, was wir gehört haben, dann wird Segen fließen, dass du nicht mehr Zeit hast mit dem Nachschauen. Amen. Aber die Wenns werden in unserer Welt sehr, sehr viel überhört. Wenn du vergibst, wird dir vergeben. Wenn du gibst, wirst du empfangen. Wenn du erkennst, dass du Jesus brauchst und ihn aufnimmst, dann hast du ewiges Leben. Wenn du Vater und Mutter ehrst, dann, ihr Lieben, die Wenns sind extrem wichtig. Mach mal deine Bibel auf und such nur die Wenns in der Bibel. Wenn du die tust, dann wird der Segen fließen ohne Ende. Amen. Aber, wisst ihr, Gehorsam hat auch ein Limit. Amen. Ich bin immer sehr im Herzen beschwert. Also schwer ist mir im Herzen, wenn ich den Gehorsam der Deutschen sehe. Das grenzt nämlich an Kadavergehorsam. Die tun alles, ohne zu prüfen. Die haben einen Gehorsam, die haben eine Berufung, die treuesten Nachfolger Jesu zu sein. Aber sie wissen nur nicht, wem sie nachfolgen. Ihr braucht doch den Geist der Erkenntnis, den Geist der Unterscheidung. Wem ihr nachfolgt. Ich habe gerade jetzt, bevor ich geflogen bin, mit meinen Kindern einen Test gemacht. Habe ich gesagt, ihr Kinder, auch Gott können wir nur beweisen, dass wir ihn lieben, wenn wir gehorchen. Ja. Habe ich gesagt, Kinderlein, wie könnt ihr der Mama zeigen, dass ihr sie liebt? Wenn wir ihr gehorchen. Dann habe ich gesagt, ja, okay, mach mal einen Test. Wenn ich heute jetzt sage, alle Zimmer schön aufräumen, die Schmutzwäsche zur Waschmaschine bringen, könnt ihr auch einmal die Fenster wieder mal putzen. Ganz schön, ich komme heute eure Zimmer inspizieren am Abend. Werdet ihr das tun? Ja, Mama, ja. Dann habe ich gesagt, aber die Hühnerstelle und die Hasenstelle brauchen auch wieder mal einen ordentlichen Putz, durchgeputzt zu werden. Werdet ihr das machen? Ja, Mama. Gut, habe ich gesagt, dann heute abends, wenn es dunkel wird, dann geht ihr hinaus, außerhalb unserer Mauern und könnt alles nach Hause bringen, was ihr findet. Die ganze Wäsche, die auf den Wäscheleinen liegt, hängt, Schubkorn, zieh alles, was ihr findet. Bringt es nach Hause. Schauen Sie mich entsetzt an, sage ich, und? Nein, Mama. Aha, habe ich gesagt, ihr seid ungehorsam. Habe gesagt, Mama, das täte Jesus nie von uns verlangen. Prüfung bestanden. Der Gehorsam hat einen Limit. Auch eine Regierung muss uns in den Wegen Gottes führen. Sonst haben wir keinerlei Auftrag zu gehorchen. Die Ehefrau soll doch dem Ehemann gehorchen, oder? Wenn sie schon 5 Kinder haben und die Frau ist mit dem 6. schwanger und der Ehemann sagt, du Schatzkerl, jetzt haben wir genug, das drehen wir ab. Muss sie dann sagen, ja, ich gehorche dir. Sie steht als Mörderin vor Gott. Wenn das von mir ein Mann verlangt hätte, Gott sei Dank, ich war nie in so einer Situation. Ich wollte nie eine Scheidung oder Abtreibung. Gott hat mich total bewahrt. Aber wenn das ein Mann von mir verlangt hätte, hätte ich gesagt, weißt du was, Schatz, du nimmst die 5 Kinder, ich gehe alleine mit dem Kind und ich werde dieses Kind großziehen. Das ist ein Geschenk von Gott.
Ich habe keinerlei Absicht, dem Kind einen Schaden zuzufügen. Denn wisst ihr schon, nicht die geschlechtliche Vereinigung von Ehemann und Ehefrau erzeugen ein Kind, sondern wenn Gott eine Seele und einen Geist dazu gibt. Wir töten einen Gesandten Gottes. Und es ist auch eine ganz große, furchtbare Sache, wie jetzt mit Abtreibungen umgegangen wird. In Amerika weiß ich, in New York schon lange, bis zum 9. Monat konnte man abtreiben. Wenn das Kind überlebt hat, hat die Mutter 3 Monate noch Zeit gehabt zu entscheiden, ob man es töten soll. Ein Wahnsinn! Kein Tier würde das tun. Wir sind schon tiefer wie Sodom und Gomorra. Ihr habt keine Ahnung, wie viel in ganz besonders verjüngenden Cremen Fötusse drinnen sind. Wir leben in einer total satanisch beeinflussten Welt. Und er will in diese Braut hinein, weil er weiß, das ist seine einzige Chance, dass er bei Gott noch irgendeine Position hätte. Aber Gott hat bei Noah alle Menschen getötet, weil die hatten alle Geschlechtsverkehr mit Dämonen. Nur die Familie Noah war noch reine menschliche Linie. Gott sucht eine reine menschliche Linie für seine Braut. Amen. Und da ist eine riesige Gefahr jetzt. Satan versucht wieder, unsere Gene zu verändern. Mit dieser Impfung. Ich bin dankbar, dass ich in Uganda leben darf, ihr Lieben. Uganda ist mit noch weiteren, ich glaube 76 Nationen aus der WHO ausgestiegen. Uganda hat noch einen gottesfürchtigen Präsidenten. Der hat vor einigen Monaten, also 3-4 Monaten, hat er 2 homosexuelle Paare einsperren lassen. Aber mit dem Versprechen, sobald einer davon schwanger wird, kommen sie heraus. Weil die Bibel sagt, liebet und vermehret euch. Hat er gesagt, wenn ihr es beweisen könnt, vollkommene Freiheit. Das ist afrikanischer Humor. Ich bin dankbar, dass ich dort leben darf. Und ich garantiere euch, dass Afrika noch eine ganz große Rolle spielt in der Endzeitphase. Wenn ihr hört, Uganda, 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 kontaktiert mich. Ich baue wie verrückt Wohnungen für nach Afrika Berufene. Und Gott hat mir vor 6 Jahren gesagt, dass Uganda eines der Länder sein wird, um den Rest des Leibes Christi aufzunehmen. Und dann habe ich dem Präsidenten geschrieben, ob ich einladen darf, Christen aus Europa und Israel, dass sie nach Uganda kommen, falls Gott sie schickt. Schreibt er mal zurück, alle nehmen wir auf, Maria, alle, kannst sie alle einladen. Geben wir sofort Staatsbürgerschaft, die nehmen wir auf mit offenen Armen. Gut, dann kommen meine Mitarbeiter zu mir und sagen, Mama, hast du was falsch gemacht? Sag ich, wieso? Ja, die Geheimpolizei ist hinter dir her. Sag ich, wie bitte? Ja, die fragen alle möglichen Fragen über dich. Dann habe ich gesagt, ja, lass sie kommen. Dann kommen, nächste Woche kommen ein Mann und eine Frau, in Zivil natürlich, und stellen mir einige Fragen. Dann sage ich, Moment, seid ihr von der Geheimpolizei? Sagen sie, ja. Sag, was habe ich denn falsch gemacht? Mama, du hast ein großes Vergehen begangen. Sag, wie bitte? Du ladest Menschen von der ganzen Welt ein, nach Uganda zu kommen. Das darf nur der Präsident. Ach so, habe ich gesagt. Wartet ein bisschen. Habe ich ihnen den Brief vom Präsidenten gebracht, mit seiner Unterschrift, wo er mir sagt, ich soll sie alle einladen. Dann habe ich gesagt, okay, Mama. Goodbye. Also, ich habe offiziell vom Präsidenten die Erlaubnis,
den Leib Christi nach Uganda einzuladen. Wisst ihr, Uganda war eines der Länder, die den Juden angeboten haben, in Karamoja im Norden einen jüdischen Staat zu gründen, falls sie nicht jetzt Israel noch. Bitte? Palästina gehen dürfen, ja. Und da ist ein besonderer Segen drauf auf solchen Ländern. Wer Israel segnet, ist gesegnet. Ich habe jetzt auch gehört, dass Paraguay viele Menschen aufnimmt, die jetzt wissen, da drüben wird es extrem ungemütlich. Wir gehen nur mit, was wir haben, dahin, bevor wir enteignet werden, ja. Und genauso ist es mit Uganda. Okay, aber jetzt habe ich immer noch nicht da weitergemacht mit. Das ist ja Frau, wisst ihr, die fängt immer so weit vorne an, dass sie nie zum Punkt kommt. 5. Mose 28, da steht, und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, wessen Stimme? Ah, nicht der Politik, nicht im Fernsehen, nicht der Zeitung, aber WhatsApp, oder? Nein, der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorcht. Dass du darauf achtest, alle seine Anweisungen zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Und ihr müsst es lesen, ihr Lieben. Also da bleibt kein Segen ausgeschlossen. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, auf dem Feld, die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Ackerlandes, die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder, die Zucht deiner Schafe. Gesegnet ist der Korb und dein Backtrog, dein Eingang, wo immer du hingehst. Also ich sag's euch, einfach nur Segen, Segen, Segen. Und zum Schluss heißt es noch, und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst nur immer aufwärts steigen und nicht hinuntersinken, wenn du den Anweisungen des Herrn, deines Gottes, gehorchst und die zu bewahren und zu tun, die ich dir heute befehle. Und von all deinen Worten, die ich heute befehle, weder zur Rechten noch zur Linken abweichst, um anderen Göttern nachzulaufen, ihnen zu dienen. Okay. Habt ihr es kapiert? Hören ist das Allerwichtigste. Und zwar die richtige Stimme. Und dann tun, was er sagt. Und dann kommt im Vers 15, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, sodass du nicht darauf achtest, alle seine Anweisungen und Ordnungen zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden alle diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Und jetzt kannst du lesen, von Vers 16 bis Vers 69, dreimal so viel Flüche wie Segen. Kannst du dir es leisten, nicht auf Gott zu hören? Ich nicht. Ich nicht. Weil ich entscheide mich für den Segen. Und dann will ich hören, was er sagt. Und tun, was er sagt. Amen. Ich sag's euch, ich bin schon x-mal als Vollidiot hingestellt worden. Gott hat mich schon mal gefragt, ob ich bereit bin, ein Narr für ihn zu sein. Sag ich, na Papa, hast nichts Netteres. Sag, ich brauche Narren, die mir bedingungslos gehorchen. Ohne Wenn und Aber. Und das tue ich. Hat Gott mir gesagt, ich soll einen Berg kaufen. Und den habe ich gekauft. Und wie ich ihn gekauft gehabt habe, bin ich draufgekommen, das war der Berg, der Anbetungsberg Satans für Afrika. Da wurden dem Teufel schwarze Bullen geopfert. Da drauf hat es nie geregnet, waren nur Schlangen, nichts gewachsen. Leute sind hinaufgegangen und tot umgefallen. Und den Berg habe ich gekauft. Und erst, wie ich alles unterschrieben hatte, bin ich draufgekommen, was ich gekauft habe. Ich sage, Herr, dann sagt Maria, entreiß in den Händen Satans. Brich alle Schwüre, alle Flüche, alle Vereinbarungen, die mit Satan gemacht worden hier. Das haben wir gemacht. Schon lange Geschichte. Heute ist es der Nummer 1 Anbetungsberg Afrikas. Mit Blick auf die Nilquelle. Ihr müsst kommen. Und wie ich den Berg gekauft habe,
Das ist eine große Halbinsel in den See Victoria hinein. Hat die ganze Halbinsel gesagt, diese Deutsche muss den Verstand verloren haben. Wie kann die so einen verfluchten Berg kaufen? Und damit ich ja nicht meine Meinung ändere, haben sie mir es zum Spottpreis verkauft. Ich habe den Hektar um 2.000 Euro bekommen. Jetzt zahlt man für den Hektar 20.000. Halleluja. Und heute ist es der Anbetungsberg für Jesus Christus und die Nationen für Afrika. Amen. Gott wird Dinge von dir verlangen, wo du im Nachhinein denkst, um Gottes Willen, wo bin ich da wieder durchgegangen? Aber er braucht Menschen, die ihm einfach blindlings vertrauen. Und zwar vertraue ich immer, wenn ich da herunten Frieden habe und Freude habe. Nicht menschliche Freude, sondern einfach himmlische Freude und Frieden. Wenn das nicht da ist und ich höre was, sage ich, du Geist, der mir das jetzt eingegeben hat, wirst du bekennen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass er im Fleisch gekommen ist. Und dann weiß ich 90% nicht mehr, um was es gegangen ist. Der ist abgehauen mit seiner Idee. Amen. Trainiere das Hören. Lies die Bibel laut für dich selbst. Fang mit Sprüchen an, mit Psalmen. Fang mit dem Neuen Testament an. Und wenn irgendwas bei dir innen berührt wird oder du spürst, auf der Seite fängt was wackeln an, das ist die Stimme von Gott. Amen. Und dann schreib es nieder. Ich lese jetzt jeden, also jetzt nicht, wenn ich da bin, aber meine Kinder ziehen es durch. Um 7 Uhr haben wir Andacht gemeinsam. Und um halb acht trifft sich die ganze Familie und wir lesen ein, zwei Kapitel von der Bibel, immer fortlaufend. Jetzt sind wir schon bei der Apostelgeschichte. Und laut, jedes Kind liest 3, 4 Verse und zum Schluss sage ich, was habt ihr jetzt gehört? Und ich staune, was diese Kinder hören zwischen den Zeilen. Wir müssen lernen, das Wort Gottes zu hören. Und das habe ich gelernt von unserem messianischen Juden. Wir haben einen messianischen Juden, der hat 5 Kinder, aber noch circa 20, die mit ihm leben, die Jünger Jesu, durch die Jüngerschaft gehen und die machen das jeden Tag. Und die hören. Wir müssen das Hören trainieren. Nicht mit dem Fernsehen. Amen. Mit dem Wort Gottes. Tut, was er euch sagt. Und ich garantiere euch, ihr werdet von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Von Kraft zu Kraft. Von Wunder zu Wunder. Von Offenbarung zu Offenbarung. Amen. Und das Leben wird, und wisst ihr, wir sind ja eigentlich schon in Christus. Wer wirklich glaubt, dass Jesus sein Leben ist, der ist mit Jesus gestorben, begraben und auferstanden. Der lebt in einer neuen Dimension. Ich habe vor einiger Zeit, das ist schon ziemlich viel lang her, hat jemand erfahren, dass ich unter meinen Problemen lebe, ja, also ziemlich depressiv. Schreibt sie mir, was machst du unter deinen Problemen? Du sitzt doch in himmlischen Örtern. Aber ich sage, da bin ich gleich rausgekrochen. Wir sind mit Jesus in himmlische Örter versetzt worden. Wir können hinunterschauen auf die Probleme. Amen. Und noch etwas muss ich euch sagen. Wir als Christen haben nicht nur Freunde, wir haben auch Feinde. Und dann habe ich mal zum Herrn gesagt, Herr, auch zum Papa, wie gehst denn du mit deinen Feinden um? Du hast ja ganz viele Feinde. Da habe ich nur gesehen, der sitzt am Thron und klatscht sich und lacht sich schier zu Tode über seine Feinde. 2-mal in der Bibel steht, Gott lachte über seine Feinde. Ich sag's euch, das hat mich so ergriffen. Ich habe einen Lachkrampf bekommen. Meine Kinder kommen nach Hause und sagen, die Mama, ist alles okay mit dir? Ja! Ich lach nur mehr noch über meine Feinde. Wie Gott lacht. Ihr müsst lernen, über die Feinde zu lachen. Amen. Denn Gott lacht und wir sollen das Gleiche machen, wie er es macht. Amen. Gut, ihr Lieben, aber jetzt, ich möchte euch nicht weggehen lassen, ohne wirklich zu wissen. Erstens einmal, wir sind im Ebenbild Gottes gemacht. Amen. Und dann steht im 1. Korinther, warte mal,
der Herr hat uns ja so unwahrscheinliche Verheißungen gegeben. Im 1. Korinther, wisst ihr, ich lese normalerweise in der englischen Bibel und die deutsche fliegt noch nicht immer von selber auf. Im 1. Korinther 2,9, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Mit dem kannst du jeden Tag rechnen. Gott lieben. Amen. Gott liebt dich so sehr, dass er sein Allerbestes gegeben hat, seinen Sohn Jesus Christus. Und mit ihm natürlich alles andere auch. Amen. Und wir können herrschen über die Finsternis, über die Mächte der Finsternis. Wenn ich aufwache in der Früh, sage ich immer, heute haben wir gut gekuschelt, wir zwei, Herr Jesus, ja? Und da sage ich, okay, und jetzt muss man noch zeigen, was du heute vorbereitet hast. Ich erwarte einen offenen Himmel und ich erwarte permanent mit dir Kommunion, damit ich weiß in den kleinsten Dingen, was du vorbereitet hast. Und dann gehe ich durch den Tag. Aber bevor ich aufstehe, sage ich noch, Teufel, stell aus. Ich stehe jetzt auf. Dein Tag ist verhunzt. Amen. Nicht wir sollen uns vor ihm fürchten, sondern er vor. Eine meiner Schriftstellen, mit denen ich schon jahrzehntelang lebe und die unwahrscheinlich gut ist, heißt der Lohn der Demut. Und Lohn ist etwas, was man verdient. Und Demut heißt nicht sich selber klein machen, sondern Gott groß machen. Und der Gottesfurcht heißt auch nicht vor Gott bippern, sondern seine Ordnungen respektieren. Also noch einmal, der Lohn, das was man verdient, der Demut und Gottesfurcht ist Reichtum, Ehre, Leben. Wer will Reichtum, Ehre, Leben haben hier? Okay, dann fang an stehlen und lügen und korrupt. Nein, Demut. Gott groß machen. Gottesfurcht. Seine Ordnungen respektieren. Amen. Wisst ihr, Gott liebt die Sünder, aber er hasst die Sünde. Ich arbeite sehr viel in Gefängnissen, jetzt in den letzten 3-4 Jahren nicht mehr, weil sie uns nicht mehr hineinlassen, wegen dem blöden Corona. Aber ich war 3-mal in der Woche in einem Riesengefängnis mit fast 5000 Gefangenen, darunter auch vielen Todeskandidaten. Und am liebsten bin ich bei den Todeskandidaten. Die haben einen Lobpreis, ich sag's euch, da ist unser Alarmarschig, Entschuldigung. Aber die wissen, jeder Tag könnte der Letzte sein. Die haben eine Gegenwart, eine unwahrscheinlich. Und dann habe ich immer gesagt, wisst ihr, ihr habt den Tod verdient nach den Gesetzen dieses Landes, ihr seid alles Mörder. Gott hasst den Mord, aber er liebt die Mörder. Paulus war ein Mörder. Amen. Wer noch? Mose war ein Mörder. Gott liebt die Mörder. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr, ihr verdient den Tod, so wie jeder von uns. Jeder von uns verdient den Tod. Wie wäre es, wenn jetzt heute jemand von da draußen hereinkäme und sagt, weißt du was, du kannst gehen, ich bin an deiner Stelle hier. Wäre das total unverdient? Und das hat Jesus gemacht. Amen. Und die haben das verstanden. Die haben Jesus ihr Leben gegeben, die sind durchgebrochen. Und dann habe ich angefangen zu verkündigen, ihr Lieben, ihr seid hier nur in der Universität des Heiligen Geistes. Ihr werdet vorbereitet für euren Dienst da draußen als Pastoren. Und da war natürlich immer eine Aufsicht da und hat beobachtet und gehört, was ich gesagt habe. Dann haben sie mich an der Hand abgeführt zum Höchsten des Gerichtes. Mama Maria! Wenn du noch einmal so einen Blödsinn verzapfst, wollen wir dich hier nie mehr sehen. Diese Männer sind alle hier, um des natürlichen
oder des Erhängens zu sterben. Ich habe gesagt, ihr Lieben, ich bin selber erschrocken, wie ich das gesagt habe. Das war eine Prophetie. Gebt mir Zeit. Vielleicht werden wir noch erkennen, dass ich eine echte Prophetin bin. Es waren 490 Todeskandidaten. Sind heute alle frei. Aber jetzt muss ich euch sagen, wie das zustande kam. Der Erzbischof von der ugandischen Kirche, mit denen bin ich immer sehr befreundet, ich habe ihnen auch Häuser schon gebaut, und der kommt zu mir und sagt, Maria, morgen habe ich einen Termin beim Präsidenten und ich möchte ihn bitten, dass er die Todesstrafe abschafft. Bete für mich. Gut, er hatte den Termin beim Präsidenten, und dann ruft er mich an, noch spät am Abend, sagt, Maria, unser Präsident ist sehr weise. Der hat zu mir gesagt, wenn du mir garantierst, dass alle Verwandten des Opfers mit diesen Verbrechern versöhnt sind, lasse ich sie alle frei. Ansonsten werden sie gelyncht. Gut, der Erzbischof und ich haben gebetet, wie können wir da was machen? Versöhnungskurse. Dann haben wir radikal mit diesen, wir haben ihnen das gesagt, dass es in ihrer Hand ist, ob sie frei werden oder nicht. Wenn sie um Vergebung bitten, alle Verwandten von diesen Opfern. Und wenn der Präsident weiß, dass sie total versöhnt sind, wird er sie freilassen. Boah, da ging die Post ab, ihr Lieben. Die haben Briefe geschrieben, wie verrückt, manche konnten nicht schreiben, haben anderen die Briefe diktiert. Und dann kamen Leute in dieses Gefängnis, die Verwandten. Und Tränen sind geflossen ohne Ende. Vergebung ist geflossen. Und bei jedem, wo der Präsident erfahren hat, sind alle Verwandten versöhnt mit diesem Mörder. Wurden sie freigegeben. Und heute, wenn ich in die Stadt gehe, fast jedes Mal fliegt mir ein Mann um den Hals. Küsst mich und sagt, Entschuldigung, wer sind denn Sie? Sagt der Mama, das letzte Mal haben wir uns in der Todeszelle gesehen. Heute bin ich Pastor. Ihr Lieben, jetzt haben sich ja fast 500 Prostituierte bekehrt. Darf ich noch ein bisschen Zeit nehmen? Ja. Und da möchte ich euch bitten, dass ihr für alles, was je in eurem Leben geschehen ist, Gott dankt. Denn es hat zuerst seine Inspektion passiert und er wusste, es ist ein Segen für dich. Wenn es noch so schmerzhaft war, wenn es noch so ungerecht war, wenn es noch so zerstörend war, du wirst dadurch andere Menschen verstehen. Ich wurde mit 19 vergewaltigt und habe wahnsinnig darunter gelitten. Ich wollte immer als Jungfrau heiraten und ich habe gewusst, Ehe kommt für mich nie mehr in Frage. Nie wird mich ein Mann so lieben können. Und es war einfach für mich ein Schock ohne Ende. Ich habe dem Kerl vergeben, nicht sofort, aber nach einigen Jahren habe ich ihm total vergeben und ihn losgelassen. Und er kam auch und hat mich um Vergebung gebeten. Aber ich habe noch nie dafür gedankt. Diese Idee ist mir nie gekommen. Und jetzt wurde ich eingeladen, vor fast 2 Jahren, zu 500 Prostituierten zu sprechen. Von Kampala. Dann habe ich gesagt, Herr, ich war noch nie in der Gesellschaft. Wie redet man mit solchen Frauen? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Bitte, bitte, gib mir einen Leitfaden von dir. Sagt er, erzähl ihnen von deiner Vergewaltigung. Das habe ich noch nie gemacht. Und dann habe ich mit denen gesprochen und habe wirklich mich vor ihnen nackt gemacht. Also wirklich, ich habe geweint vor ihnen und gesagt, was das für eine Schmach und für eine Frau ist. Und die waren alle vergewaltigt, wisst ihr. Und dann haben 500 Frauen mit mir geweint. Und alle haben sie gesagt, wir sind deine Töchter, Mama. Es sind die Prostituierten, die ehemaligen von Kampala, meine Töchter. Und die Schwerverbrecher, meine Söhne. Das sind meine Kinder.
Und Pastor, wenn du kommst, ich bringe dich zu diesen Frauen. Ha, die sind hungrig. Die gehen jetzt alle durch unser Jüngerschaftstraining. Die heißesten Jünger, die ich je gesehen habe. Weil sie wissen, was Jesus für sie getan hat. Amen. Wir haben fast 1000 Kinder aufgenommen in unsere Schulen. Und sie dürfen jetzt alle Berufe lernen, um auf eigenen Füßen stehen zu können. Und wir wollen großes Land kaufen und eine Stadt bauen für die heimgekehrten Prinzessinnen Gottes. Amen. Und wisst ihr, wie ich mich da vorbereitet habe für die Prostituierten, hat der Herr mir gezeigt, eine Prostituierte hat dem Herrn Jesus mit ihren Tränen die Füße gewaschen und mit den Haaren getrocknet. Und eine Prostituierte war am Kreuz mit ihm. Und er hat sie nicht weggejagt. Im Gegenteil, die Pharisäer haben gesagt, wenn der wüsste, wer das ist, dann würde er sich nicht berühren lassen von ihr. Aber durch die Berührung mit Jesus wurde sie geheilt. Amen. Ihr Lieben, wir müssen dorthin gehen, wo Jesus hingegangen ist. Zu denen, die kein anderer haben will, die Aussätzigen. Den Verlorenen, den Verachteten. Es heißt in der Bibel, ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Ich war krank und ihr seid zu mir gekommen. Ich war arm, habt mich gefüttert, bekleidet. Und wisst ihr, wenn ich jetzt auf unsere Arbeit in Afrika zurückschaue, wir haben genau das gemacht, ohne jetzt zu überlegen, sondern wir haben nur gemacht, was Jesus uns gesagt hat. Und das hat er uns gezeigt immer. Und jetzt sind wir das Aushängeschild für Afrika. Weil bei uns über 18.000 arme, entweder weißen Kinder oder total verarmte Kinder zur Schule gehen konnten schon. Und die wissen, wie gesegnet sie sind, dass sie das dürfen. Oh, die gehen gerne in die Schule. Und wir haben die besten Ärzte, die besten Krankenschwestern, die besten Rechtsanwälte. Aber ich schicke nur wenige auf die Universität. Alle anderen sind die besten Maurer, die besten Näherinnen, die besten Köchinnen, die besten. Wir haben eine große Hotelfachschule und unsere Leute. Und ich sage immer nicht, was ihr wisst, ist wichtig, sondern was ihr könnt. Alles umsetzen, was ihr könnt. Wissen ist nichts. Das Tun, dass du das tun kannst, was du weißt. Wir haben die besten Mechaniker, Automechaniker, Schweißer, Installateure, Elektriker, Maurer. Und die sind alle extrem dankbar. Aber eines sage ich euch, wenn mir jemand was antun würde, hätte er die Moslems am Knack. Die lieben mich. Ich sage jedem Muslim, wir brauchen dein Feuer. Aber du brauchst unser Leben und unsere Liebe. 300 Moslems haben sich schon bekehrt. Und die haben zu mir gesagt, Mama, wir waren bereit, für eine Bombe zu sterben. Für nichts und wieder nichts. Aber jetzt sind wir bereit, für Jesus zu sterben. Wir nehmen arme Muslimkinder, weißen Kinder, Moslems, in unsere Schulen auf. Aber die Vormünder müssen alle unterschreiben, dass wir sie im christlichen Glauben erziehen. Weil alle unsere Paten Christen sind. Und die möchten, dass diese Kinder wenigstens den christlichen Glauben kennenlernen. Keiner wird gezwungen zu konvertieren. Aber den Koran, habe ich gesagt, könnt ihr daheim lesen. Wir lesen die Bibel in unseren Schulen. Und ein Kind nach dem anderen bekommt die Offenbarung von Gott, dass Jesus der Erlöser ist. Und dann kommen sie zu mir. Mama, ich will mich taufen lassen. Ich weiß, Jesus ist der Erlöser. Ich muss mich taufen lassen, Mama. Sag ich, ja, das ist schön. Aber du stehst nicht unter meiner Autorität. Geh mal zu deinem Vormund oder zu deinen Eltern, wenn sie ganz arm sind. Dann gehe ich dorthin mit dem Kind. Dann sage ich, ich freue mich sehr, dass ich euch für mich eine sehr gute Botschaft bringen kann. Euer Kind hat erkannt, dass Jesus der Erlöser dieser Welt ist.
und dass er für uns gestorben ist, damit wir leben können und ewiges Leben haben. Und das Kind will getauft werden, aber das Kind steht unter deiner Autorität und ich schätze deine Autorität. Ich werde die nicht untergraben. Wir werden das Kind nur taufen, wenn du den Segen gibst. Bisher haben alle gesagt, wann ist das Datum? Alle. Und dann kommen sie. Ich habe gesagt, ihr müsst aber alle kommen. Alle müsst ihr kommen. Das müsst ihr miterleben. Kriegt jeder eine Bibel. Dann schenke ich ihnen noch meine Bücher dazu. Und dann müssen sie das Kind vor mir segnen. Und wir haben keine einzige Situation, wo so ein Kind gelitten hat. Amen. Und ich habe so einen guten Ruf. Jetzt glaubt oder wartet das ganze Land schon, dass der Höchste, der Imam, dass ich den zu Jesus führe. Jedes Mal, wenn wir alleine sind, weil wir haben ein großes Hotel, ja, da haben sie ganz viele interreligiöse Konferenzen. Und da werde ich immer eingeladen, dazu zu sprechen. Natürlich sage ich ihnen immer, nicht Religion bringt uns in den Himmel, sondern der erlösende Tod Jesu. Aber auf jeden Fall, wenn wir alleine sind, sagt er immer, was macht Jesus, Maria? Hat er wieder was Neues gemacht? Wie viel Zeit hast du? Und dann erzähle ich ihm alles, was Jesus wieder tut. Amen. Wir sind beste Freunde. Und der ist so nahe an Jesus, weil er die Liebe spürt. Und vor circa schon 2 Jahre, wisst ihr, wenn ich komme und Land kaufe mit der Farbe, ist das Land 10-mal so teuer, als wenn ein Afrikaner kommt. Ja? Und Gott hat uns ja Weisheit gegeben. Ja? So schicke ich nur meine rechte Hand, einen tollen schwarzen Afrikaner, zum Verhandeln. Ich komme erst zur allerletzten Unterschrift. Wenn das Land ausgemessen ist und alles schon erledigt ist, die Papiere erledigt, dann komme ich zur letzten Unterschrift. Dann war es wieder ein großes Land, einige 100 Hektar. Und da schicke ich meinen Pius, mit dem ich schon 15 Jahre arbeite. Und dann sagt der Mann, der das verkauft, mit wem vertrittst denn du? Ja, Vision für Afrika. Sagt er, die Mama Maria? Sagt er, ja. Na dann gib ich das um einen halben Preis. Ich habe so einen guten Ruf unter den Moslems, weil sie wissen, ich erkenne sie als Halbgeschwister. Die Moslems haben den gleichen Vater wie wir, Abraham. Nur war da eine sehr fleischliche Mithilfe, dass die Araber gezeugt wurden, ja, durch Hagar. Also ich sage es euch, Gott bringt jetzt Hunderttausende von Moslems ins Reich Gottes. Und die bringen Feuer. Die stehen, die können leiden. Ruft mich, und da haben wir in einem total muslimischen Gebiet, haben wir eine Volksschule gebaut, einen Kindergarten, eine Blindenschule und zwar alles mit ihrer Erlaubnis, ja. Und dann rufen mich die Blinden an, vor circa 3 Jahren, ich war in Europa. Mama, der liebe Gott hat gesagt, wir sollen eine Evangelisation in unserem Dorf machen, total muslimisch. Und dann wollte ich schon sagen, bitte keine Gemüter heiß machen, okay, bitte vorsichtig. Der Herr hat gesagt, schweig. Aber ich gesagt, okay, dann mach das. Ich gebetet, dass da ja nichts Konträres entsteht, ja, weil wir sie konvertieren, wir wollen, dass sie andere Religion, das ist ja keine andere Religion, auf jeden Fall. Haben sie mich angerufen nachher, Mama, die sind alle gekommen, aber weit weg gesessen, die Kinder sind vorne gewesen, die anderen weit weg und haben sich ziemlich viele bekehrt. Und die Blinden bei mir machen den Lobpreis, spielen die Instrumente, predigen und beten für die Kranken. Übrigens, jetzt haben wir in China 2 riesige LKWs bestellt mit riesiger Bühne hinten, mit Lautsprechern, mit Scheinwerfern, mit Fernsehen, weil wir jetzt in die Dörfer von Uganda fahren und das Evangelium verbreiten.
Vorher wollen wir aber alle Pastoren in der Gegend trainieren, was es heißt, ein Jünger Jesu zu werden. Damit die nicht Babys weiter füttern, sondern Jünger draus machen. Amen. Ja, ihr Lieben, Gott hat so große Pläne für euch. Und zwar neue Wege. Amen. Ja, und dann haben sie 2 Monate oder 3 Monate später wieder angerufen, Mama, wir haben wieder den Auftrag von Gott, eine Konferenz in unserem Dorf zu machen. Dann habe ich gesagt, ja, wir waren der Nachruf nach dem letzten. Sagen sie, sehr gut, die Leute waren begeistert. Gut, haben sie wieder gemacht. Dann haben sie 50 taufen lassen, wir sind direkt am Lake Victoria, 50 taufen lassen, sind Dämonen ausgefahren vor diesen Moslems. Und Menschen wurden geheilt. Von nichts, und ich war nicht dort, ja. Wie ich dann zurückkam, war der höchste Moslem, der politische Leiter, bei uns im Café, circa 2 Stunden weiter weg. Denke ich mir, was will denn der heute bei mir, ja? Sagt der Mama Maria, ich muss dir was berichten. Bei uns bekehren sich die Leute. Das ist ja unwahrscheinlich, hat er gesagt. Von meinen Kindern sind jetzt schon 3 bei deinem Club. Habe ich gesagt, ja, und stört dich das? Nein, hat er gesagt, ich bin sehr dankbar. Die haben sich verändert. Die haben sich verändert. Na, hat er gesagt, wer weiß, was mit unserem Ort noch geschieht. Wie wir hingezogen sind, war keine einzige christliche Kirche vor und weit. Jetzt sind schon 10 Kirchen dort. Und die Moslems? Ja, das Erste, wie wir da hingekommen sind, habe ich sie alle zusammengerufen. Ich arbeite immer mit den Leuten. Ich komme nicht und sage, das machen wir, sondern ich sage ihnen, was Jesus mir ans Herz gelegt hat. Und wenn sie damit einverstanden sind und uns segnen, nämlich nur damit wir kommen dürfen, dann kommen wir und tun das. Und das tun sie immer, geben immer Zeit zum Beten. Und dann ruft mich von der Volksschule, die wir dort haben, mit fast 500 Kindern jetzt, der Direktor uns an und sagt, Mama, heute Nacht ist ein Muslim über die Mauer gesprungen und hat Mais gestohlen von uns. Sag ja, und? Den gibt uns der liebe Gott schon wieder. Lass ihn laufen. Gut, am Abend rufen sie mich an. Mama, das hättest du sehen sollen. Die ganze politische Garde ist gekommen. Heute gehorchen wir der Mama Maria nicht. Wer von ihr stiehlt, wird eingesperrt. Haben sie den Kerl 3 Wochen eingesperrt. Wer von ihr stiehlt, der muss bestraft werden. Die Mama Maria ist so ein Segen hier. Wir müssen hinter ihr stehen. Aber wie ich gekommen bin, habe ich als Erstes gefragt, was braucht ihr am notwendigsten? Ihr Lieben, es gab keine Toilette in dem ganzen Ort. Du musst extrem aufpassen, wo du hingestiegen bist. Okay? Gut. Dann haben sie gesagt, Mama, wie wär's, wenn du uns Toiletten bauen würdest? Dann habe ich auf allen 4 Ecken dieses Ortes eine große Toilette gebaut, mit so 15 Toiletten, mehr für die Frauen wie für die Männer, und mit Solarlicht und mit einer Wache, dass mit in der Nacht nichts passiert dort. Ja. Und da waren sie super glücklich. Fang dort an, wo die Not ist. Amen. Ich habe zur Ehre Gottes Toiletten gebaut. Hätte ich nie gedacht, dass das einmal Ehre Gott bringt, wenn du ein Klo baust. Halleluja. Amen. Aber wir sollen dort Menschen begegnen, wo sie ein Bedürfnis haben. Denn auch Gott sagt, er wird alle unsere Bedürfnisse befriedigen, gemäß seines Reichtums in Herrlichkeit. Amen. Werdet offen. Werdet offen für die Bedürfnisse der Menschen um euch herum. Und begegnet denen. Werdet sehen, was das für ein Einstieg ist. Weil da sind sie offen. Amen. So, jetzt möchte ich noch fragen. Ich möchte keinen, der da hinausgeht und nicht weiß, wenn Gott mich heute abberuft, dann bin ich gleich in der Herrlichkeit mit ihm. Und ich beneide dich dafür. Denn was haben wir noch verloren auf der Welt? Viel nimmer. Amen. So, wer möchte heute bedingungslos, ohne Wenn und Aber, sein Leben Gott geben, damit er mit dir tun kann, was er will, und dein Leben segnen, wie du dir es in den wildesten Träumen nicht vorstellen kannst, und dein Leben in seinen Griff bekommen, weil du weißt, Jesus in mir ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Steht auf. Der das will. Und dann betet mit mir, Halleluja.
Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich erschaffen hast und dass ich in deinen Augen einmalig schön bin und einmalig wichtig und dass es noch nie so einen Menschen gegeben hat wie mich und auch keinen geben wird. Ich bin ein Produkt deiner Herrlichkeit. Und ich bin der Traum in deinem Herzen und das Potenzial in deiner Hand. Und der Herr Jesus hat für mich schon bezahlt am Kreuz. Denn er weiß, dass ich mich nie selbst erlösen kann, sondern dass ich seine volle Hingabe an mich brauche. Herr Jesus, danke, dass du für mein Leben voll und ganz bezahlt hast. Auch das noch Zukünftige. Es ist vollbracht. Und Herr Jesus, ich öffne dir heute mein ganzes Leben. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und ich empfange dich als meinen Erlöser, als meinen Herrn und Meister, als meinen besten Freund, meinen großen Bruder, meinen Bräutigam, meinen Geliebten. Danke, Herr Jesus, dass du in mir ein gutes Werk begonnen hast. Und das wirst du vollenden. Durchforsche mich von der Krone meines Hauptes zu den Sohlen meiner Füße, damit ich erkenne, wo ich noch deine Gnade empfangen muss. Wo du noch mich mehr in deinen Charakter verändern willst. Danke, Herr Jesus. Herr Jesus, ich bin dein. Und du bist mein. Und das soll immer so sein. Und ich danke dir, dass du mich als Sünder angenommen hast. Und dass ich durch dein stellvertretendes Opfer ein Heiliger Gottes wurde. Vollkommen vergeben. Vollkommen begnadigt. Vollkommen angenommen. Danke, 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 Jesus. Und ich bitte dich, öffne mir die Augen und Ohren meines Herzens, damit ich täglich erkenne, was du für mich vorbereitet hast, damit ich darin wandle und dein Reich auf Erden lebe. Ich will dein Reich, das du im Himmel vorbereitet hast, auf die Erde holen und darin wandeln. Danke, Herr Jesus. Ich liebe dich und ich empfange deine Liebe. Und ich will schwimmen in deiner Liebe. Und ich bitte dich, dass du dich, ja, du kannst mit mir machen, was du willst. Wie du willst, wann du willst, wo du willst. Kannst mich auch auf null reduzieren. Aber verherrliche deinen Namen. Mach mich zum Segen für die Menschheit. Und schenk mir Frieden und Freude, den die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. In Jesu Namen. Und ich werde dir immer alle Ehre geben. Aber ich behalte die Freude. Danke, Herr Jesus. Herr Jesus, ich bin dein. Und du bist mein. Und das soll immer so sein. Amen. Gebt dem Herrn einen Klatschopfer. Halleluja. 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 Glory to God. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen.